Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und eigentlich ist es unsere Idee heute gewesen, meine Idee, über Dry Wells hier das zu erkunden, aber ich bin ein bisschen über... ein bisschen überlastet vom Gewicht her. Und dann noch die Ulysses Maske reparieren. Und den Staubbeutel, immer noch Mantel. So. Nochmal. Jetzt also können wir reisen. Nach Novak. Novakotcha. Was ist Novakotcha? Ist das ein Bundesstaat oder ist das eine Stadt? Novakotcha. Scheiße, das weiß ich gerade nicht. Ich glaube, es ist ein Bundesstaat. Ist es ein Bundesstaat der USA? Novakotcha. Ich bin mir ziemlich unsicher gerade. Alter, das Bogenschweißgerät brauche ich dementsprechend jetzt auch nicht mehr. Der rote Schein habe ich doch schon, oder? Kann ich nehmen und reparieren. Dann habe ich einen heilen roten Schein. Thermische Lanze. Das ist doch einfach nur eine Waffe. Also die Granaten alle verkaufen. Die Raketen, ja, das kann ich alles verkaufen. Nee. Ich hoffe im Free Sale, ja genau. Im Early Sale bei... Cliff Briscoe. Willkommen zurück. Kann ich bisschen was loswerden. Sicher, schauen Sie sich ruhig um. Jo. Bisschen was zumindest, ne? Das haben wir. Dann das Meister Alex bei den Waffenschiebern. Weiß auch da wahrscheinlich, schwer wird alles zu kriegen. Willkommen. Mhm. Genau das. Und die thermische Lanze brechen. EMRE brauche ich. Psyche brauche ich nicht. Diese Dinger brauche ich nicht. Ölsen brauche ich auch nicht. Raketen. Dann bin ich durch. Ja. Ich brauche einen weiteren Händler, der viel Geld hat. Ich habe wieder 354.000. So. Ach ja, Durst. Ja, Hunger, Hunger, Hunger haben Durst. Ach ja, die ganzen Karawanen bleiben ja hier sitzen. Stimmt, da war ja was. Angeblich laufen diese Roboter auf dem Strip mit verschiedenen Gesichtern. Prim ist eingeknickt und hat... Ja, hab gehört, dass sie Jackson ausgeholfen haben. Danke dafür. Die Karawanen warten noch immer auf die Freigabe, aber wenigstens tut sich was. Also. RNK-Herrschaft anerkannt. Einige Leute tun wohl alles, um sich sicher zu fühlen. Ja, wieso schicken die jetzt nicht eigentlich weiter? Hier ist alles sicher. Die Legion aus dem Osten ist weg.
Das ist ein wichtiger Durchgangspunkt. Das kann man wieder öffnen. Dann können die Leute auch mal weitergehen. Long 15. Der Handel mit McCarran kann wieder aufgebaut werden. Die ganze Straße ist eigentlich sicher. Ich bin im falschen Raum. Wäre ich doch nur beim Tod Caesars dabei gewesen. Ja, Caesars tot. Die Legion ist so gut wie ausgelöscht. Hier in der Nähe zumindest. Ich weiß ja nicht, wie es weiter weg ist, aber ich würde es auch schaffen, die weiter weg noch auszulöschen wahrscheinlich. Wieder da? Ja. So, genau. So. Habe ich jetzt noch irgendwas, was ich nicht brauche? Hohe Spitzmunition. Ja. Die auch. Gut. Schlau von den Kings, dass sie sich zurückgezogen. Ich wollte, kann ich jetzt eigentlich... Haben. Sie hatten keine Ahnung, mit wem sie sich angelegt hatten. Und auf die Long 15? Auf die Long 15, ja genau. Ich verstehe halt nicht, warum die das nicht öffnen. Nipton ist gesäubert, da ist keine Legion mehr. So eine Patrouille durch die Mojave so eine lässt Patrouille einen, fast, durch auf die einen, Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Schlau von den Kindern, dass sie sich zurückgezogen haben. Sie hatten keine Ahnung, mit wem sie sich... Das erfordert den Schlüssel immer noch. Eine Ehre, mit Ihnen zu sprechen, mein Herr. Für den hat auch keiner so einen scheiß Schlüssel wahrscheinlich, ne? Nee. Verstehe es halt nicht. Warum könnten die hier Maut und Zoll nehmen? Auf dieser Autobahn. Stell dir vor, das Zoll wäre 2% vom Warenwert. Das wäre schon ein hoher Zoll, glaube ich. Aber, ne? Berechtigt. So. Dann würden die bei einem, jemand, der 2000 dabei hat, 40 machen. Ich musste rechnen. 40. So, da ist es. 40 Kronkorken machen. Das sind 2%, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. 40 Kronkorken sind 2% für 2. Und? Ach, keine Ahnung. Na, auf jeden Fall so den Dreh rum. So, das ist für einen Einzelnen nicht so viel, aber es kommen dann ja täglich 10 Dinger durch. 500 Korken, damit kann man den Posten mitfinanzieren. Plus, nicht nur neben den Zoll, auch noch die, die Maut. Die Maut ist dann irgendwie so ein Festbetrag von, was weiß ich, 25 Kronkorken pro Passage, das wird das Doppelte sein. Da würden 1500 Kronkorken pro Tag gemacht werden können. Das Ding wird sich selbst finanzieren. Das ist ja auch der einzige Durchgang nach, Kalifornien. Auf geht's. Machen wir ein bisschen. Idi. Richtig, Bob, ins Casino. Jetzt haben wir ja schließlich wieder Begleiter. So, Cottonwood Cove. Au. Was ist denn da unten los?
Aua, aua, aua. Der Krieg beginnt, ich dachte, die Legion wäre ausgelöscht. Vergeltung! Wurfschwerer, Dekane, Revolverin. Nicht viel Geld. Jo. Das hat Schmerzen gemacht. Wir sind weiter auf Level 15. Also, ich verstehe jetzt nicht, wieso haben die denn auch alle nur so wenig Leben? Was ist das für ein Guter? Ist das das, was das wirklich bedeutet? Dass sie quasi sich die Sachen hier schnappen, die hier rumliegen und dann sagen, ja, okay. Die Karte hat der TT, was ist denn hier los? Vergeltung! Ey. Ey. Rekrut-Legionär. Ey. Ja klar, macht ein bisschen. Ich glaube, sonst würde ich nicht spielen, oder? Ja, irgendwie check ich es gerade nicht, was hier los ist genau. Also ich, das mit dem erhöhten Glück hat sich der kritische Schaden aber doch schon deutlich erhöht, oder die kritische Trefferchance. Also habe ich so jetzt schon im Gefühl. Nicht laufen. Was war denn hier wieder los? Nee, halb rüber, das brauchen wir alles nicht. Komisch. Könnte mich heilen. Ich brauch 4, ich brauch 5. Haben Sie was Feines für mich? Was hat die denn Göffel dabei? Hat sie zu viel Farquay gespielt? Dann kommt Cottonwood Cave. Okay. Na, wunderbar. Ich frage mich gerade, war das nicht schon vorher verstrahlt? Ich habe doch diese Fässer hier abgeworfen. Meine ich. Gedacht zu haben. Hier von da oben irgendwie aus dem... Hier, aus dem LKW. Da. Wow. Ein bisschen. Ja. Hallo. Na, reicht schon? Oh. Also man muss ja sagen, das ist auch trotzdem noch deutlich einfacher als jedes DLC. Das normale Spiel. Ja, der hat eine 9mm dabei. Das sehe ich jetzt schon. Vergeltung! So, völliger... Wir hatten die auch noch mit Wurfspeeren. Oh, aus der Entfernung, das ist nicht so erfolgsversprechend. Aua. Das war's mit dir. Na. Aua. Vergeltung! Yo. Es
Geh den Netz ab hier. Ja, vier kritische hintereinander. Vergeltung! Ja. Reicht's jetzt? Eigentlich müssten wir den der Nettigkeit halber da lassen, weil der war ja schon da. Wir wollen die Liten ja schließlich auslöschen. Und nicht Gefangene machen. Außerdem traut man denen dann noch zu. Ja, das war sehr, sehr klug. Dass die einen in den Rücken fallen. Das traut man denen zu. So. Was ist denn hier passiert? Hier war ich mal anscheinend am Werke. Was? Omaris, E und Dom. Ja, ja. Da hat jemand zu viel, das Leben ist beeingeguckt. So, was ist denn da? Wieso sind da immer noch Leute? Ja. Hallo. Oh. Aha. Vergeltung. Ja, Huch. Ja, die einzige, die Schaden bekommen hat, war meine. Vergeltung. Upsala. So. Hä? Wo ist denn da noch was? Ach, ein Dekanos. Geht doch. Ist das Boot nach Cottonwood Cove? Nach Dry Wells? Aha. Das erinnert mich an... Das Ende hiervon ist doch... garantiert die Kurierstraße. Ganz, ganz, ganz sicher. Ich glaube mit Panzerbrechen wäre ein bisschen sinnvoller fast schon. Na. Geht doch. So. Feuerwerksaxt bei Daisy hätte ich sie jetzt genommen. Meine Buschwürze. Oh, also spätestens jetzt, löschen wir die Legion noch gerade aus, oder? Also das ist ja, na holla, 5 Splittergranaten. Buscher Mais. Weiß nicht genau, warum ich das mache und ich mich mit einem Simpack heile. So, hier ist doch nichts, ne? Habe ich das Gefühl. Ich, nehme eine Red X. Verwende die Red X, 20x20, ja. So, also wir dürfen doch jetzt mal langsam
wirklich mal Level 50 werden. Da fehlt doch nicht mehr viel. Das ohne die Hauptstory durchzukriegen, das finde ich am besten. So. Stimpecker. Da bist du mein Stimpeck. Hallo. Ich stehe neben dir. So, Polizeischrot. Polizeischrotflinte? Mhm. Interessant. Was hat der? Ach, das ist auch so eine Schrotflinte wieder. Scharfschützenkarabiner ist das. Oh. Sind denn hier immer noch Gegner? Auf dem Berg. Gaius Magnus. Mann, regenerierte sich schnell. Gezeichneter, ne? So. Ach komm. Dein Ernst? Hey, Wadika! Sorry. Der hatte eine Minigun dabei und macht es. Stufenaufstieg. Level 50. Ja. Wir haben Level 50 erreicht. Machen wir noch Sprengstoff. Und niemand erinnert sich an ihre Vergangenheit, weil ja, das ist, dass sie tot sind. Wieso, was ist doch Kacke? Wieso gehen denn die anderen nicht? Der Karma wird zurückgesetzt. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Eigentlich wollte ich jetzt das haben. Anfang auf Stufe 40. So, was kriege ich denn dann? Niemand erinnert sich mehr an ihre Vergangenheit, weil jeder dachte, dass sie tot sind. Die Kammer wieder auf 0 zurückgesetzt. Ihre Angriff versuchen plus Ursachen plus 10 Schaden für je 100 Karma, die sie hatten. Sie hatten 10 Punkte, sind immun gegen kritische Treffer. Ja, ich mach das. Verdrängerfaust. Ach, da war doch. Achso. Das geht. Wie viel Karma? Das ist neutral, ne? Nee. 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 Wie sieht man das denn? Welches Karma wir haben. Ach, neutral. Wahrhafter Sterblicher ist es ja. Richtig, richtig. So, wir dürften ja jetzt eigentlich deutlich mehr Schaden machen, weil wir hatten ja insgesamt relativ viel.
Karma. Drei, 400 oder so. So. Was ist hier am Ende? Oh, shit. Bringt es was, wenn ich noch einen Medic rein, Medex esse? Oder mir einen Right Away. Es ist ein harter Kampf gegen landseitig, ne? Ich würde gerne wissen, was da unten ist. Ich mach's nur, das ist... Okay. Man kann da wirklich nicht näher ran? Ja, das geht nicht. Okay. Schade. Ich dachte, es wäre dann wie bei Fallout 3 mit Design Wall, dass man zwar... Ach du Scheiße. Ja, das sind diese Fluchtversuche von diese Mahnmale, nachdem man eine atomare Bombe gezündet hat. Aber es ist, die hat die Legion erwischt. Damit ist das nicht weiter schlimm. So, wir haben ja alles erledigt, ne? Was ist unsere nächste Aufgabe? Unsere nächste Aufgabe ist die Habitwaits-Expedition. Die da hinten ist, an der Nordpassage. Wo wir ja schon mal waren, das war ja, ne, ein DLC. Hm. 76. Habe ich Höhlenpilze noch? So. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.